Ahoi Freunde, Weihnachten steht vor der Tür und das kleine Fotografenherz in uns möchte natürlich wieder beschenkt werden. Natürlich sollten wir auch hierbei nicht vergessen, dass Weihnachten das Fest der Liebe ist und dass Geschenke nur zweitrangig sind. Nichtsdestotrotz habe ich wieder ganz coole, verrückte, aber auch sehr praktische Geschenke für euch rausgesucht. Und all das und vieles mehr gleich nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Für mich ist es der Klassiker schlechthin, um in die bunte Fotowelt einzutauchen. Glaskugeln sind momentan sehr beliebt und lassen gewöhnliche Motive ganz ungewöhnlich und sehr interessant aussehen. Durch die gespiegelte, aber auch gekrümmte Darstellung in der Kugel und das weiche Bokeh im Hintergrund sind die Bilder jedes Mal ein Blickfang und lassen viel Spielraum für eure Kreativität. Hey, ich habe ja gehört, das ist so ein Mädchending, aber mir würde es auch gefallen. Okay, jetzt mal ein kleines Quiz. Was besitzen alle modernen Fotografen, außer jetzt vielleicht eine Kamera? Naja, früher, ich weiß noch, da hat das Bild 5 Pfennige gekostet. Das wirst du nicht glauben, aber 5 Pfennige hat es gekostet. Und jetzt guckst du dir doch an die Bildpreise. Also was wir nicht gebrauchen können, ist Geld, das weiß ich. Das ist absoluter Bullshit, natürlich brauchen wir Geld. Rate weiter. Ernsthaft jetzt? Na gut, okay, wenn ich jetzt überlege. Ein Fotograf ist ja nie alleine. Der rennt ja immer rum mit euch welchen Mädels. Alles wunderschöne Dinger. Und das sind ja alles noch Models. Alles sind Models, ne? Da fragst du auch manchmal als alter Knacker Mensch. Wärst du doch mal Fotograf geworden. Okay, ich weiß zwar nicht, was du für Probleme hast, aber du hast komplett falsche Ansichten von deinem Fotografen. Ich rede von Speicherkarten. Denn hier kommen wir jetzt gleich zu einem Problem, das so mancher Fotograf kennt. Er besitzt zwar Speicherkarten ohne Ende, hat sie aber meistens lose in der Tasche rumliegen. Hier verschafft aber ein SD-Case Abhilfe. Das Multi-Memory-Card-Case von JJC ist eine praktische Schutzbox, die sowohl wasserdicht, aber auch stoßfest ist. Man sagt zwar immer, wer das Chaos beherrscht, ist ein wahr gewordenes Genie, aber wer vorher vor Ordnung sorgt, kann sich über andere Dinge den Kopf zerbrechen. Wer gern Blitz oder mit Lichttechnik spielt, sollte sich unbedingt mal die farbigen Blitzfilter für euren Systemblitz anschauen. Mit nur wenigen Eingriffen könnt ihr jede Farbe ins Bild holen und eure Porträts mit richtig tollen Lichteffekten aufwerten. Wer jetzt neugierig geworden ist, sollte sich unbedingt mal den Artikel von Steve Hudson anschauen. Der hat sich dem Thema mal genauer gewidmet und zeigt auf seiner Seite richtig tolle Fotos und er erklärt auch, wie das Ganze funktioniert. Und falls du dich jetzt fragst, wie du zu dem Artikel kommst, den Link findest du in der Infobox. Ein Stativ ist dir zu viel, keins ist dir aber zu wenig. Hi, dann du musst den Sack Reis aus China anschauen. Nein, natürlich geht es um einen Bodensack? Bodensack, Bohnensack. Das ist natürlich was ganz anderes. Der Bohnensack ist ein Stativersatz und besonders für den Outdoor-Bereich. Mit seiner Hilfe lässt sich die Kamera auf nahezu jeden Untergrund sicher und stabil platzieren, um verwackelungsfreie Bilder zu machen. Der ein oder andere wird sich jetzt berechtigt fragen, was zur Hölle soll ich denn mit einem Bohnensack? Aber es gibt einen entscheidenden Vorteil gegenüber einem Stativ. Ein Bohnensack ist leicht, handlich und kompakt und passt in fast jede Fototasche rein. Und wer schon immer mal mit einem eigenen Bohnensack durch die Stadt laufen wollte, sollte sich das unbedingt mal anschauen. Das ist kein Scherz. Sack Reis kostet nur 1 Euro und ist genauso gut. Die richtige Pose für ein Porträt, Fashion oder Hochzeitsfoto zu finden, ist immer noch eine Kunst für sich und für viele Fotografen immer noch eine Herausforderung. Denn was nützt es, wenn man stur alle Posen auswendig lernt, aber nicht genau versteht, warum macht man das jetzt eigentlich so? Vor kurzem habe ich mir mal wieder ein neues Buch gekauft, was genau dieses Problem behebt. Mit diesem Buch lernt ihr nach fotografischen Intentionen zu entscheiden. Wie soll jetzt das Model ihre Hände halten? Soll der Ellenbogen eher gebeugt sein oder vielleicht doch irgendwie gerade? All diese Fragen könnt ihr nach diesem Buch viel besser beurteilen. Für mich ist es ein Tipp für alle Fotografen, die gern und vor allem viel Menschen fotografieren. Wer kennt dieses Problem eigentlich nicht? Es regnet oder schneit, der Wind peitscht eiskalt in euer Gesicht, die Kamera wie immer steht ganz gelassen da, als wäre nichts gewesen, ja, du bist gemeint, und auf einmal möchte sie bedient werden, doch eure Hände, sie frieren, sind feuerrot und es ist sowas von eiskalt, dass man sie eigentlich gar nicht mehr rausholen möchte. Aber keine Sorge, das hat jetzt endlich ein Ende. Ja. Denn die Fotohandschuhe von Martin sehen aus wie typische Fahrradhandschuhe mit extra herunterklappbaren Stülpen, damit ihr eure Fingerchen wieder schön warm verpacken könnt, wenn ihr mit der Bedienung der Kamera fertig seid. Ich bin ehrlich, ich habe von solchen Fotohandschuhen noch nie was gehört und weiß auch nicht wirklich, ob die warm halten, aber so oft wie ich in der Kälte stand und mir die Finger abgefroren habe, werden sie definitiv wärmer sein als alles andere, was ich vorher hatte. Fotofans und Instagram-Lover werden es lieben. Der Polaroid-Abreißkalender erscheint bereits zum 5. Mal und beglückt euch Tag für Tag mit einem Sofortbild und mit einer kleinen niedlichen Geschichte. Der Kalender zeigt nahezu intime Momentaufnahmen von 365 Fotografen, Newcomern, von Privaten und Profis aus 24 Ländern. Wer jetzt ein Inspirationsjunkie ist wie ich oder sich gerne an kleine niedlichen Geschichten verirrt, soll sich den Kalender unbedingt mal anschauen. Wer etwas mehr in die Geldbörse greifen möchte oder kann und öfters mit der Hautretusche von Menschen beschäftigt ist oder allgemein jetzt am PC gern zeichnet, der kommt ehrlich gesagt nicht um ein Grafiktablett herum. Mit der neuesten Grafiktablett-Generation von Wacom könnt ihr ganz geschmeidig Linien ziehen wie auf einem Blatt Papier. Zwar müsst ihr bei Wacom etwas mehr in die Tasche greifen als bei der Konkurrenz, aber dazwischen liegen einfach Welten. Ehrlich gesagt ist ein Grafiktablett für mich ein absolutes Must-Have, denn ich kann mir absolut nicht vorstellen, im Photoshop oder in Lightroom eine selektive Bearbeitung vorzunehmen
oder eine Hautretusche, die annähernd geschmeidig aussehen soll. Denn mit einer Maus ist es dann doch schon ein bisschen abgehackt und das hat mich immer gestört und deswegen verwende ich auch ein Grafiktablett. Sind wir mal ehrlich, wer Weihnachten nicht wenigstens ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum hat, was glitzert oder funkelt, hat die Frauenwelt einfach nicht verstanden. Ach, papperlapapp, Schmuck brauche ich nicht. Hä? Egal, aus diesem Grund habe ich mich für euch in die Tiefen des Internets begeben, um für euch zum Thema Fotografie hochwertigen Schmuck herauszufinden. Es gab nicht besonders viel, aber ich habe dennoch etwas gefunden. Und zwar einen Kameraanhänger von Fossil. Der Anhänger ist wunderbar verarbeitet, detailgetreu und hat durch seine Lederoptik einen richtig coolen Retro-Charme. Der Anhänger besteht aus Edelstahl und das Beste ist, im Objektiv befindet sich ein kleiner, funkelnder Stein. Oh, mein Schatz, ich will ihn haben! Wem das Ganze jetzt zu wenig ist, weil es ja nur ein Anhänger ist, der rundet das Geschenk einfach ab und kauft sich dazu noch eine hautfreundliche Halskette aus Silber. Beide Links findet ihr immer in der Infobox. Wie fandet ihr eigentlich die Geschenke? Habt ihr vielleicht bessere Vorschläge? Dann ab damit in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, unterstützt meinen Kanal damit und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und sollten wir uns jetzt dieses Jahr nicht nochmal sehen, ich wünsche euch ein richtig schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut, bis bald. Ciao.